Und dann wirst du sprachlos, weil die Welt ganz anders ist, wie du glaubst, dass es ist. Es geht hier um ein unendliches Meer von Wissen, das aber als Sophie, als Weisheit eins ist. Und das, was da wiederum drin steht, steht auch in die Physikbücher drin. Was nicht stimmt, ist das, was deine Lehrer dir sagen, was die Worte bedeuten. Und darum sage ich immer wieder, bevor wir jetzt über was reden, schauen wir zuerst einmal nach, was ein Wort wirklich bedeutet. Und dann merkst du plötzlich, dass das ins Schwimmen kommt, dass das eigentlich das Wort selber schon für sich spricht, dann mit diesen Hebräisien im Holophilien, mit der Vatersprache, wird es dann noch wesentlich präziser. Es sind Zahlen, ich erzähle dir jetzt etwas. Das Deutsch ist ganz, ganz wichtig. Ich nenne das Deutsch. Das ist für dich nochmal in allen Sprachen der von dir ausgedachten Welt heißt Deutschland eigentlich Gottesland. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen ausgedachten Deutschen. Was wichtig ist, du musst Deutsch denken. Dabei spielt es keine Rolle, was du jetzt, wenn du an dich denkst, wie du deinen Körper denkst, ob du schwarz bist oder Schlitzaugen hast oder es geht um das, du musst Deutsch denken können. Das, was ich dir erkläre, hat nichts zu tun mit irgendwelchen Gedanken, die du dir ausdenkst, mit Völkern, mit Rassismus oder kein Rassismus. Es ist immer nur immer eine Seite, ja oder nein. Es ist so unendlich krank. Deine Elite deiner Welt ist so unendlich dumm und krank. Aber genau genommen sind sie so, wie sie von dir ausgedacht wird, und die Wurzel ist dein eigener Intellekt, mit dem du ständig irgendwas vor dich hinstellst und du bestimmst doch, ob einer richtig oder verkehrt ist. Als Mensch, ein guter Mensch, ein böser Mensch. Schau mal,